Hallo. SQL ist eine Sprache, die sich sehr an Sätzen orientiert, sodass sie praktisch einen Sinn ergeben. Sie sind sehr weit weg von der eigentlichen Datenverwaltung, die alles von der Datenbank im Hintergrund gemacht wird. Und hier sehen wir schon einen SQL-Befehl. Kann ich das irgendwie größer machen? Ja. Die SQL-Schlüsselworte sind dabei blau hervorgehoben und das sind dann die Parameter, die übergeben werden. In diesem Beispiel heißt es, hole mir Stern, also irgendwas, nee, alles, from, also von, hole mir alles von Nordwind Personal. Nordwind ist die Datenbank und Personal ist eine der Tabellen in dieser Datenbank. Und dann gibt es mir alles aus, was jetzt hier drin ist. Ich kann das Nordwind auch weglassen, weil ich gerade hier die Nordwind-Datenbank aktiviert habe. Die ist farblich hervorgehoben. Aber wenn ich jetzt in einer anderen Datenbank wäre, könnte ich über diese Angabe des Schlüsselwortes Nordwind, könnte ich mir dann die Tabelle Personal auch anzeigen lassen. Statt dem Stern kann ich auch Schlüsselworte aussuchen. Das sind diese Tabellenüberschriften. Nachname, Komma, Vorname. Und dann bekomme ich eben nur noch diese Spalten angezeigt, die ich mir selber ausgesucht habe und hier angegeben habe. Ich kann auch eigene Texte noch zusätzlich übergeben. Nein, machen wir mal hier. Den Komma vergessen. So. Und ich könnte das jetzt natürlich auch noch umstellen. Ja, und ich würde jetzt hier praktisch so eine Art Mustertext könnte ich jetzt bauen im SQL, wo ich dann eben feste Bestandteile übergebe, eben das Hallo. Dann, was weiß ich hier, wie geht es Ihnen? Komma, wohnen Sie noch da und da? Das könnte man alles so zusammenbauen. Was ein bisschen hässlich ist, ist, dass das hier unten natürlich noch immer einzelne Spalten sind. Und da gibt es in der MySQL den Befehl concat, den man hier um das gesamte Konstrukt herum machen kann. Und was jetzt natürlich fehlt, sind die Leerzeichen dazwischen. Die kann ich aber noch einbauen. Nein, kein Punkt, ein Komma. Und dann wäre das jetzt hier ein Satz statt der Tabellen. In der Überschrift steht jetzt der Befehl. Wenn ich das nicht möchte, kann ich mit dem Schlüsselwort as praktisch hier eine Überschrift generieren. Dann steht jetzt hier eben Anrede und dieses Schlüsselwort darf man sogar weglassen. Und dann steht da trotzdem die Anrede. Ja, ich kann auch Berechnungen machen, alle möglichen mathematischen Funktionen anwenden. Deswegen muss ich mir zum Beispiel in einer Datenbank niemals Netto- und Bruttowerte zum Beispiel speichern, weil ich die einfach dann berechnen kann. Da gibt es hier gerade was Schönes zum Rechnen drin. Postleitzahl ist nicht immer. Da sind auch Buchstaben drin. Schauen wir mal in andere rein. Da haben wir doch was. Ja. Einzelpreis, genau.
Select Einzelpreis mal 1, halt englisches System 1.9. Muss man immer dran denken, wir sind in englischen Systemen unterwegs und deswegen müssen wir hier den Wert, den Punkt als Trenner verwenden. Okay, das funktioniert schon mal. Das wäre jetzt natürlich nicht schön, dass wir hier so viele Nachkommastellen haben. Wir wollen ja zwei. Ich empfehle hier, sich gut zu überlegen, was man braucht. Mit dem Truncate Komma zwei Nachkommastellen wird hier einfach alles danach abgeschnitten. Mit einem Round würde eben auf und abgerundet. Und da muss man sich immer gut überlegen, was ist jetzt richtig, weil will ich wirklich, dass aufgerundet wird, verfälsche ich dadurch nicht das Ergebnis? Oder will ich einfach nur, dass abgeschnitten wird? Oder verfälsche ich da das Ergebnis? Also da muss man immer wirklich genau drüber nachdenken, ob man Round oder Truncate anwendet. Ja, und der zweite Teil, dieses From, hier werden halt einfach die Tabellen angesprochen, Tabellen miteinander verknüpft. Das werden wir alles noch machen. Mir ging es jetzt im ersten Schritt einmal darum, so dieses Grundkonstrukt kennenzulernen. Ne, mit Select Stern kann ich mir alles anzeigen. Dann kann ich wieder hergehen und schauen, was will ich denn überhaupt angezeigt bekommen. Und ich empfehle eigentlich immer, so lange wie möglich den Stern drin zu lassen, dass man einfach sieht, was für Optionen man hat. Wenn man am Anfang gleich die Auswahl trifft, dann sieht man halt die anderen Spalten nicht mehr, sondern immer erstmal den Stern stehen lassen und dann sich den Query weiter zusammenbauen. Ja, Concat sollte ich vielleicht noch dazu sagen, das ist MySQL-spezifisch. In anderen Datenbanksystemen könnte eine Verknüpfung auch so aussehen, dass das hier dazwischen ist oder so. Da das zwei Pipes, da muss man sich einfach in die einzelnen Datenbanken hineinlesen, wie es jetzt genau geht. Die Dokumentationen sind ja alle im Internet zu finden. Okay, das war der erste Einstieg in SQL und der nächste folgt bald. Macht's gut. Ciao, ciao.